Das ist ja so ein Stück Resteholz, was jeder von uns irgendwie im Keller hat. Und daraus möchte ich ein Geschenk basteln, nämlich einen Flaschen- und Gläserhalter. Die Gläser haben unten am Boden ungefähr einen Durchmesser von 8 cm. Das Maß brauche ich dann für die ersten Bohrungen. Hier, das Maß muss ich ausmessen, wie viel das ist. Das sind 11 cm, also die Hälfte ist ungefähr 5,5 cm. Bei 5,5 cm kann ich mir hier einen Strich ziehen. So, ich habe gesagt, die sind 8 cm im Durchmesser, also muss ich ungefähr 4,5 oder besser 5 cm vom Rand werde ich meine erste Bohrung machen. Dann muss ich wissen, wie dick das hier unten ist. Das sind ungefähr, 1,5 cm. Und hier oben wird es bis auf 2,5 cm hoch. Das ist nämlich so, läuft nämlich so zu. Da muss ich gucken, wie ich das nachher mache. Am besten wäre schräg sägen, aber das klappt nicht. Ich werde wahrscheinlich ein Loch machen und das dann entsprechend dann vertiefen. So, jetzt habe ich das mal angezeichnet. Eins für das linke Glas, eins für das rechte Glas. Und in der Mitte habe ich jetzt ein Loch vorgezeichnet mit einem Durchmesser von 40 mm. Das sollte für jede Flasche ausreichen. Dann werde ich mal anfangen, das auszusägen. So, die Löcher kann man jetzt mit einem Forstnerbohrer aufbohren. Das ist so einer. Standardmäßig gibt es die nur in 35 mm maximale Größe. Das heißt, wenn dann nachher die Flasche nicht ganz reinpassen sollte, sollte man das erweitern. Für die kleinen nehme ich einen 20 mm Forstnerbohrer. Und dann kann ich das im Prinzip recht gut aufbohren. Oh, wir sind fast durch. Nicht vergessen, Holzklötzchen runterzulegen. So, schon haben wir unser erstes Loch. So sieht das dann nachher aus. Die Flasche ist hierfür ein bisschen klein, aber ich habe hier unten noch so eine Kehle ausgearbeitet. Für die Gläser auf der anderen Seite natürlich auch. Hier und hier. Und ich kann das jetzt hier schön wunderbar drauflegen. Kann hier meine Gläser einhängen. So. Und es steht wunderbar und ich habe ein ganz tolles Geschenk. Und wer eine größere Platte über hat, kann das auch gerne mit 4 oder mit 6 Gläsern machen.